Scheiße. An alle Wachen in der Nähe. Sokolov muss um jeden Preis beschützt werden. Ah, guck mal hier. Und guck mal hier. Haben wir vorhin ganz vergessen. Das nehme ich gerne noch mit. Okay, es ging jetzt gerade die Nachricht durch, dass Sokolov beschützt werden muss. Das wird der Grund sein, weshalb da jetzt plötzlich neue Wachen stehen. Hey, guck mal. Naja, getroffen habe ich nicht, egal. Ah, scheiße, ich habe den Alarm nicht ausgestellt. Fuck. Und da komme ich nicht durch. Na gut. Ja, das ist nicht so ganz so geplant gelaufen. Komme ich da ohne rein? Ich weiß, dass du hier bist. Du weißt es. Bist du dir da sicher? Wo bist du? Find mich doch. Find mich doch. Ach, wie süß. Die Frage ist, wie lange macht er das jetzt? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ja, ja. Hierher! Irgendwer! Stirb, du Spinner! Stirb du doch einfach mal, komm! Feuer! Du wirst bluten, Schwein! Betreten! So, weg mit deinem Kopf! Da bist du ja! Hallöchen! So. Hatte hier jemand zufällig? Ich brauche mal ein paar Kugeln, danke. Da liegt noch was, ist noch eine Flasche. Ist jetzt noch jemand gekommen? Ich meine. Oh, cool, danke schön. So, das ist toll zum Lesen. Hier, den drehe ich, weil ich kann. Kommen wir da komplett durch. Hm, was macht das an? Keine Ahnung. So, ist jetzt hier noch jemand? Ich meine, das lief jetzt wieder mal nicht ganz so geplant. Schlimmeres zu vermeiden. Mache ich das dann jetzt doch mal. Warte mal, da liegt noch was. Ach, das Essen liegt auf der anderen Seite. Okay. Brauchen wir es gerade nicht. So, jetzt. Sokolov, mein alter Kumpel. Wir sind allerbeste Freunde, deswegen hole ich den jetzt wieder ab. Wir machen jetzt eine gemeinsame Stadtreise. Moment. Hier haben wir noch Heil. Ja, genau. Embryo. Na, du Kleines, darf ich dich jetzt endlich mal... Ich möchte dich mitnehmen, Kleiner. Komm her. Warum gehst du nicht kaputt? Warum? Das ist super Embryo-Baby. Jetzt. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Nein, oh Mann. Irgendwann, ich schwöre es, werden wir es noch schaffen, ein Embryo mitzunehmen. So als Andenken. Ein Embryo-Andenken. Komm her, Sokolov. Du hast mir schon genug Schwierigkeiten gemacht. Da kommen wir leider nicht. Obwohl, doch. In dem Haus waren wir noch gar nicht. Können wir ein bisschen essen? Wir haben mal. Ja, leg dich erstmal hin. Komm her. Ich will ja da gemütlich chillen, während wir hier die ganze Arbeit machen. Ist ja nicht. Mann, Sokolov, du bist aber ein schwieriger Patient. Komm mit. Ist hier noch irgendwas drin? In der Latrine? Nö. So, wo müssen wir hin? Da nach... Scheiße. Da nach unten. Ausschwärm. Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. Ich könnte Sokolov jetzt einfach mal runterschmeißen. Oh, Moment. So. Guck mal, da unten liegt mir was. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Ja, leg dich da mal kurz hin.
Oh, die Herrschaften wurden nur ein bisschen erschlagen. Achtung, Mitglieder der Stadtwache. Hm. Ein gefährlicher Eindringling wurde auf der Kornwege in der Nähe des Hauses von Anton Sokolov, dem Leiter der Liebe. An alle Wachen in der Nähe. Sokolov muss um jeden Preis beschützt werden. Hui. Ich vergesse immer, dass wir den tollen Doppelsprung haben. Ich muss da mal dran denken. Ah, hier können wir noch reingucken. Erstaunlich wenig. So, da müssen wir runter. So, dann einmal hier. Und wir springen. Ah. Ah. Guck mal, wen ich habe. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ja, ich glaube, wir haben ja alles erledigt. Wir können gehen. So, wir haben Gegner, haben wir ziemlich viele eliminiert. Wir haben leider auch 2 Zivilisten alarmiert und 5-mal den Alarm ausgelöst. Chaosfaktor natürlich hoch. Sonderaktion Pratchett's Tresor haben wir gemacht. Und die hilflose Frau von den Ratten gerettet. Gut, und wie viel es noch gab, wissen wir natürlich nicht. Wir haben alle Runen, wir haben alle Knochenartefakte, wir haben alle Schreine vom Outsider und wir haben alle Gemälde von Sokolov. Und beim Geld fehlen uns leider 1000 Münzen ungefähr, aber naja, egal. Im Hound Pits Pub. Pub, Entschuldigung. Fragestunde. Die Kaisertreuen haben jetzt den kaiserlichen Arzt Anton Sokolov in ihrer Gewalt. Durch ihn können sie die engsten Vertrauten des Lordregenten ausschalten. Doch, wie kooperativ wird sich das größte Genie des Kaiserreichs zeigen? Es gilt, ihn freundlich oder mit Gewalt dazu zu bringen, alles zu verraten, was er weiß. Und wir wissen genau, welchen Weg wir einschlagen werden. Oh, fast hässlich, wie er da schläft. Oh. Dass er einmal ins Auto, ins Boot reingerutscht. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen. All das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Naja, ich bin noch nicht an so schlechten Orten aufgewacht. Meistens in meinem Bett, wo ich auch schlafen gegangen bin. Oh, guck mal, da steht schon Mr. Pendleton. Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Gut gemacht, Corvo, gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Darf ich vielleicht selbst entscheiden, wann ich schlafen gehe? Gut. Ja, mit dem ist nicht so viel zu reden. Es war gar nicht Pendleton. Das war Admiral Havelock und du heißt, wer warst du? Aufseher Martin. Ach, genau. So, haben wir hier, wir haben ja ab und zu mal neue Herzen. Ach, guck mal, Knochenartefakt. Ist auch schön, zwar kein Herz, aber ein Artefakt. In einem Haus? Wie kommen wir denn ins Haus? Ich meine, wir waren schon mal bei dieser Tür hier. Aber die war doch zu, dachte ich. Schlüssel der verlassenen Wohnung erforderlich. Huch, bin ich gerade vom Mikro weggerutscht. Wo bekommen wir das denn her? Hier unten liegt zwar irgendwas, aber das sind Federn. Da oben sind sogar Dinge drin. Wir müssen da also mal unbedingt rein. Okay, bevor wir diesmal also pennen gehen. Ah, guck mal. Bevor wir diesmal schlafen gehen, suchen wir erstmal den Wohnungsschlüssel, weil ich den gern haben möchte. Und wir gucken dann vor allem nochmal bei Emily vorbei. Hui, hier ist nichts. Ich glaube, das sollten wir jetzt schon sehen. Oh. So, machen wir die Sicht aus. Wie kommt man eigentlich... Ach so, wir kommen nur... Entweder eigentlich über die Treppe oben oder halt... Aua. Indem wir einfach runterstürzen. Ja, gut, ich nehme den normalen Weg. Hab's ja schon verstanden. Ach, guck mal hier.
Hey, ich möchte was kaufen. Bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker, bereit zu helfen. Bereit zu handeln. Schleichschuh. Der Bauplan, den uns Biro gebracht hat. Wir haben einen Plan gehabt. Wusste ich gar nicht, okay. So, schön wäre natürlich, wenn wir ein bisschen hier kaufen würden. Aber ich investiere einfach zu gerne in die Verbesserungen. Schleichschuh. Deine Tritte sind leiser. Cool. Komm. Schleichschuh 2, die sind noch leiser. Ich möchte aber, glaube ich, lieber... Die einschläferte Wirkung ist selbst ein Wende des Kampfes. Ich glaube, ich nehme die Präzision mal ein bisschen, weil jetzt benutzen wir die doch ab und zu. Schnelleres Nachladen. Schwerthärtung. Ich kaufe hier doch mal ein paar. So. Und jetzt gehe ich mal auf die Schwerthärtung. Und dann nochmal auf die Präzision und dann... Okay, entweder Magazin oder Nachladen. Ich glaube, dann mache ich doch Nachladen. So. Und jetzt sind wir arm. Jetzt können wir uns gar nichts mehr leisten. Mach's gut. Nun, das Huchen auf unser Gast ist. Fragen Sie ihn, wie verwirrt die Akademie war, ihn zum kaiserlichen Arzt zu machen. Und wie er die Formel meines Elixiers stehlen konnte. Können Sie das tun? Ja, mache ich. Kein Problem. So, das ist Essen. Ich will ihn natürlich nicht sein Essen wegessen. Hier oben, ich glaube, wir haben ein neues Audiograph. Oh, warte mal. Eine Münze. Seine Logik hat Lücken. Das kann jeder sehen. Eigene Idee? Fehlanzeige. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Seine Logik hat Lücken. Das kann jeder sehen. Eigene Ideen? Fehlanzeige. Seine Aufzeichnungen sind äußerst chaotisch, wenn er sie überhaupt aufhebt. Wie er es bis hierher geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Er redet ihnen nach dem Mund. Freund der Reichen, das ist seine Methode. Sokolovs wirkliche Begabung, der Aristokratie Honig ums Maul zu schmieren. Dummköpfe. Naja, ich meine, wenn du das gut machst, sieht man ganz gut an Herrn Sokolov. Wenn du den Reichen und Schönen und den Mächtigen einfach gut genug Honig ums Maul schmieren kannst, dann brauchst du nichts anderes zu können. Dann ist deine Begabung, da war gerade Licht an, dann ist deine Begabung einfach nur die Reichen und Schönen manipulieren können. War das dran? Da unten? Ich glaube, das haben wir schon aufgemacht. Da liegt eine kleine Münze rum. Hallo, kleine Münze. Alles ordentlich durchsuchen. Noch mehr Münzen. Warum verlieren die hier alle ihre Münzen? Draußen liegt auch noch Geld rum. Wir brauchen jedes Geldstück. Komm her, Geld. Wir sind so verzweifelt. Wir sammeln das Geld von der Straße. Kann man eigentlich die Maske nochmal... Na toll. Auto. Moment. Weiß nicht, ob man das gehört hat. Kann man eigentlich die Maske später nochmal verbessern? Nicht die Maske, die Nachtsicht. Ach, apropos, warte mal. Wir haben doch... Falsche Taste. Wir haben doch vorhin noch eine Rune gefunden. Kann man die nochmal verbessern? Nö. Okay, wie viel haben wir denn? Wo stand denn das? Steht jetzt ganz oben? Nö. Ach, hier steht's. Okay, wir haben 3 und wir brauchen 3. Wir können uns teleportieren verbessern. Vitalität... Das Blutdurst. Ich glaube, ich mache das Teleportieren, weil das benutzen wir viel. Wir teleportieren uns sehr viel rum. Ach, das war das Essen von ihm. Das will ich ihm ja nicht klauen. Deswegen verbessern wir das. Und das Auge können wir leider nicht mal verbessern. Finde ich schade. Ich hätte es gerne noch besser, dass wir einen größeren Radius hätten, aber okay.